Hey Freunde, heute sind tatsächlich alle Influencer sozusagen am Start. Also Bilal ist da, Ali ist dabei, Eli dabei, Sid dabei und Mo ist tatsächlich auch ausnahmsweise mit dabei. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal in der Saison, wo wirklich alle zusammen spielen werden. So wie ich gehört habe, gibt Eli auch sein Startelf-Debüt. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wichtig für euch, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, freue ich mich drüber. Dann habt ihr natürlich auch eine große Gewinnchance bei diesem riesigen Giveaway dabei zu sein. Guckt euch das mal an. Wir haben 2x PS50, 2x FIFA 3. 20, iPhone 14, MacBook Pro, 1000 Fitguns gefühlt. Also ich glaube, für jeden ist was dabei. Wenn ihr was haben wollt, wie gesagt, YouTube-Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und ganz schnell eben einmal bei Instagram ein Abo dalassen. Ich blende das mal ganz kurz ein, meinen Instagram-Namen. Und jetzt laber ich nicht ganz so viel, rein ins Video. Ach, wie schön das ist. Der Herbst wirft seine Blätter, oder? Wie schön ist das? Nein, also wirklich heute super Wetter. So, wir sind ein paar Minuten verspätet, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Also hier die Parkplatzsucherei in Berlin. Grauenhaft. Ihr seht schon, da hinten BFC Preußen Stadion. Und da geht es heute um die Wurst. Fotosession. Hast du die Haare gemacht, Ali? Wieso sitzt bei mir nicht? Oder ich weiß nicht, beim Friseur, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut. Heute ist mein Tag, wenn ich weiß. Die andere Pose hat mir besser gefallen. Mann, Ali, einmal noch. Sehr stark. Wetter überragend. Mannschaftsfoto wird jetzt gleich gemacht, aber guckt euch das Wetter an. Ich schwör's euch. Die ersten Zuschauer sind da hinten auch schon da. Die ersten paar, hoffentlich nachher noch voller. Aber Wetter, geil. Platz. Ah, semi. Freddy, ich überweise dir dein Geld, ja? Ich hab das voll. Ich hab dich beim letzten Training gerufen, aber da warst du so schnell abgehauen. Da hatte ich's noch mal dabei. Ich schulde Freddy Geld. Er hat schon Mahnung rausgeschickt, ey. Mahnung rausgeschickt. Aber gut, dass du da bist. Das ist sehr gut. Weil du immer vorher sagst, wer wie viele Tore macht vor dir. Und das ist wichtig. Okay, ich sag dir, pass auf. Jetzt bin ich gespannt. Spielst du von Anfang an? Ich glaube aber Linksverteidiger. Also Linksverteidiger? Ja, ich bin auch Außenverteidiger. Echt? Ja, dann sage ich, du machst Max ein, wenn du Außenverteidiger bleibst. Okay. Wenn du nach vorne gehst, machst du 2. Okay. Ansonsten sage ich Sidney. Ja, wie viel muss er machen? Der muss heute halt mal ein paar machen. Also ich sage, ich erwarte 3 und es wäre cool, wenn er 4 macht. So. Okay. Und wer macht auf jeden Fall, warte mal kurz, ich überlege. Ja, das ist es. Und Bilo macht halt auch einen. Ich weiß auch nicht wie, aber vielleicht macht er einen. Und Bilo macht irgendwie einen. Ich weiß nicht wie, aber Bilo macht einen. Eli selber, wie viel macht der heute? Was hast du für ein Gefühl? Eli macht heute mehr Assists. Heute ist sein Assist-Tag. Ich weiß nicht mal, ob er einen Tor macht. Okay. Ich spiele es ja sonst immer. Letzte Woche war ich mir sicher, dass er einen Tor macht. Er macht maximal ein, aber er legt 3 vor. Okay, ich bin 4. 3 oder 4 legt er vor. Und du selber? Ich selber, wenn ich hinten bin, mache ich heute keinen. Und Mann, wenn ich nach vorne gehe, siehst du auch von mir heute eine Bude, sage ich dir. Ich will nicht sagen 2 oder so, sondern eine reicht. Mir reicht eine, wenn ich eine mache. Ich bin gespannt. Deine Meinung vor dem Spiel vom Coach. Coach Andys Meinung zum Spiel. Was die Jungs sind viel zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt als mit Fußball hier. Also ich kann nicht mehr. Man lässt es sich tapen und so, da hat er gar nichts. Alles Bluff. Naja gut, wenn er jetzt so eine Behandlung bekommt, erwarte ich das hier, dass du nachher auch nicht zündest. Wie eine Rakete. Kommt. Sehr gut. Du bist da. Bleib dran, ja. Weiter. Du bist da.
Mann. Tobi, gute Messung, Mann. Ja, Freunde, das Spiel ist rum. Ich bin tatsächlich noch so ein bisschen sprachlos. Ja, die
Dori-Verletzung überschattet das ganze Spiel. Das sah mehr als übel aus. Krankenhaus, also Krankenwagen kam. Ja, weiß nicht, was ich sagen soll, Freunde. Ich gehe erstmal was essen. Aber es ist wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Und die könnte, jeder Fußballer fühlt das auf einen Sonntagabend, hat keiner Bock auf einen Krankenhausaufenthalt oder sonst was. Also ich wünsche natürlich Dori nur das Beste. Und ich gehe jetzt erstmal was essen. So, Freunde, es gibt jetzt ein bisschen Pizzabrot, Salat, Cola Light. Das war der absolute Cringe-Moment gerade, vor dem jeder Angst hat. Ich habe ja gerade bestellt bei Lieferando und so. Der Typ kam auch, war super nett und so. Und sagte dann auch, hat einfach dann so gesagt, so, ey, ich wünsche dir einen guten Appetit, ne? Und ich gehe so, ich bin gerade so am Gehen, ich so, ich dir auch. Und während ich das gesagt habe, hat er mich so richtig verdutzt angeguckt. Und ich dachte mir so, Alter, ich will den Erdboden versinken. So unangenehm war das. So, Freunde, nochmal zum Abschluss. Wenn euch das Video gefallen hat, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Und wichtig, Freunde, wenn ihr da mitmachen wollt beim Giveaway, Instagram-Namen nochmal eingeblendet. Eben bei Instagram eine Anfrage stellen. Freue ich mich über jeden Einzelnen, der mitmacht. Gerne natürlich, wie gesagt, bei YouTube Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.